Löwenzähnchen, der Kugelkaktus. Was war das denn? Komisch. So, ich muss los. Mach's dir gemütlich, ja? Tschüss, Keks. Okay, ich bring dir neue Lieblingsleckerlis mit. Versprochen. Also, bis später. Jetzt ist Fritz gleich weg. Und ich kann machen, was ich will. Na, mal überlegen. Löcher buddeln oder Nachbarn ärgern? Geh weg. Ich hab Stacheln. Ich schmecke überhaupt nicht gut. Hört ihr das? Wer ist das? Das finde ich raus. Ich bin kein Mittagessen. Wer kann das sein? Ist das vielleicht eine wütende Ziege oder doch eine ganz verrückte Fliege? Ich schmecke nicht. Ich bin total stachelig. Ey, ich tu dir doch nix. Ich bin Keks. Und wer bist du? Ein sprechender Kaktus? Quatsch. Ich bin Ida Igel. Hi, Ida. Wo sind denn dein Kopf und deine Beine? Ich hab mich eingekugelt. So kann mir niemand was tun. Wow, voll praktisch, deine Stacheln. Und ob? Hast du auch welche? Verkekst. Nee, die brauche ich nicht, Ida. Aber entkugel dich mal. Schau erst, ob der blöde Fuchs in der Nähe ist. Der will mich fressen. Siehst du ihn? Kein Fuchs in Sicht, Ida. Dann lauert er irgendwo. Ich muss zurück zu meinem Bau. Ich werde nämlich gleich Mama. Keine Angst, ich helfe dir. Super, warte. Da bin ich. Wow, da sind ja deine Beine. Na klar. Warte, ich riech was. Ich glaube, das riecht nach Fuchs. Ja, wo ist denn der Igel? Mein leckeres Mittagessen. Hier bin ich und ich habe meinen Freund Keks dabei und der hat riesen Appetit auf Fuchs. Oh, stimmt. Ein Hund. Ich muss weg. Genau, verschwinde, sonst frisst Keks dich als Nachtisch mit Schlagsahne. Und mit Schokostreuseln obendrauf. Danke, Keks. Du, jetzt habe ich Lust zu singen. Oh ja. Ich bin Keks, alles klar. Ein Keks mit zwei Ohren, mit einer feuchten Nase und als Hund geboren. Ich bin viel unterwegs, die Welt ist so bunt. Alle sagen, da kommt Keks, ein ganz besonderer Hund. Quatsch, Matsch mag ich und wie du dich da bewegst. Guck doch mal zu mir. Oh, ich hab mich grad verkekst. Ich bin Keks, vier Beine und ein Schwanz, mit ganz viel Talent für diesen Hundekuchentanz. Das ist der Quatschmatsch. Das ist ein Bauchklatsch. Das ist der Patschplatschtanz. Ich bin der Igel und schön klein. Ja, ich lebe gern allein. Ich kann tippeln und schnell flitzen. Und meine Stachelspitzen sind am Ende weiß. Und bei Gefahr kann ja mal sein. Ich bin Keks, alles klar. Ein Keks mit zwei Ohren, mit einer feuchten Nase und als Hund geboren. Ich bin Keks, vier Beine und ein Schwanz, mit ganz viel Talent für diesen Hundekuchentanz. Yeah, das war schön. Ja, aber jetzt muss ich was zum Futtern finden. Ich brauche volle Igel-Energie, damit ich meine Babys zur Welt bringen kann. Ich helfe dir suchen. Auf was soll ich meine Spürnase einstellen? Schnecken mag ich gerne. Ein Regenwurm wäre auch nicht schlecht. Oder, nein, warte,
Wachteleier. Oh, das ist mein Lieblingsessen. Spürnase eingestellt. Ich riech was. Ida, komm mal, ich hab welche. Oh, super Keks. Köstlich. Guten Appetit, Ida. Dankeschön. Oh, lecker, einfach igelig. Willst du auch eins? Nee, danke. Jetzt bin ich aber satt. Oh, schnell los zu meinem Bau. Meine Igelbabys wollen auf die Welt kommen. Los! Wohnst du hier? Ja, genau, gleich hier. Jetzt komm. Ich bleib bei dir und pass auf, dass dich niemand stört. Ja, danke. Oh, die Babys kommen. Das sind sie ja. Hallo, mein Kleiner. Hallo. Wie süß. Mama, herzlichen Glückwunsch. Mama. Danke. Mama. Alles ist gut, meine Kleinen. Mama ist da. Aber deine Igelbabys haben ja gar keine Stacheln. Klar haben die Stacheln. Aber die richten sich jetzt erst auf. Guck mal. Oh, ich seh's. Mhm. Die Babys haben erstmal nur 100 Stacheln. Der Rest wächst noch nach. Ja, sehen und hören können sie ja auch noch nicht. Ja, komm, bei Mama gibt es Milch. Und dann schlafen wir schön zusammen ein, ja? Dann lasse ich euch jetzt mal besser alleine, Ida. Bis bald. Pass gut auf deine Babys auf. Oh ja, das mache ich. Und komm uns bald wieder besuchen, ja? Und dann zeige ich dir, wie man sich richtig einkugelt. Verkekst. Bis bald, Ida. Bis bald, Keks. Ich war bei einer richtigen Igelgeburt dabei. Oh, Wahnsinn! Ah, Fritz ist noch nicht da. Sehr gut, dann merkt er gar nicht, dass ich weg war. Schnell in meine Hütte. Psst, da kommt er schon. Nichts verraten. Hallo, Keks. Da bin ich wieder. Na, hast du gut geschlafen? Moment, ich hab dir auch was mitgebracht. Deine Lieblingsleckerkekse. Guck mal. Na, wie sieht's aus? Drehen wir noch eine Runde? Nein? Vielleicht eine kleine? Och, komm schon. Hm? Na also.